Schreiben in der Fremdsprache ist super, um die Sprache zu üben. Du hast die Möglichkeit nachzudenken, wie du etwas formulierst und fehlende Wörter nachzuschlagen. Einfach nur ein paar Beispielsätze ins Lehrbuch zu schreiben, bringt dir jedoch recht wenig. Und das ist meistens alles, was Sprachlerner tun. Dabei kann man das Schreiben so viel besser implementieren. Mein Name ist Gabriel Gehmann, ich bin Polyglott und Sprachexperte und in diesem Video erfährst du 5 Tipps, wie du mit dem Schreiben schon bald besser deine Sprache sprechen kannst. Zusätzlich zeige ich dir, mit welchem Tool du sofort deine Fehler entdecken und korrigieren kannst. Ich starte gleich mit dem Tooltip und dem Sponsor des heutigen Videos. Language Tool. Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent, mit dem du dir deine Texte in vielen verschiedenen Sprachen korrigieren lassen kannst. Das Tool lässt sich einfach in deinen Browser einbinden und so bekommst du sofort beim Schreiben deiner Texte Korrekturvorschläge. Es eignet sich also ausgezeichnet, um direkt beim Schreiben der Sprache korrigiert zu werden. Du wirst nicht nur korrigiert, sondern dir wird auch gleich angezeigt, um welchen Fehler es sich handelt. Hast du nur einen Buchstaben vergessen? Fehlt ein Komma? Ist es ein stilistischer Fehler? Oder hast du dich im Kasus vertan? Language Tool hilft dir so wirklich aus deinen Fehlern zu lernen. Du kannst zwischen verschiedenen Modi wählen. Der normale Modus zeigt dir Rechtschreib- und stilistische Fehler an. Der akribische Modus geht weiter in die Tiefe und erkennt sogar Umgangssprache. Gerade für den Beruf ist das egal, wenn du eine einwandfreie Form brauchst. Language Tool findet deine Fehler auf jeder Plattform, egal ob du in einem Word-Dokument oder einen Tweet schreibst. Es erkennt sogar sofort, in welcher Sprache du schreibst und passt die Vorschläge dementsprechend an. Und wenn dir mal ein Wort fehlt, schreib es einfach auf Deutsch und Language Tool schlägt dir das passende Wort in der Fremdsprache vor. Wenn du Language Tool wirklich als Lerntool nutzen willst, nimm die Korrekturen nicht einfach nur blind an. Schau sie dir genau an. Verstehe den Fehler und versuche ihn in Zukunft selber zu vermeiden. Ich selbst benutze Language Tool im Alltag bereits seit vielen Jahren für alle Sprachen, in denen ich schreibe. Deshalb freue ich mich sehr, dass Language Tool dieses Video heute sponsort und mir die Möglichkeit gibt, dir dieses Tool zu empfehlen. Aber nicht nur das. Mit dem Link in der Beschreibung kannst du sofort die Basisversion kostenlos herunterladen und ausprobieren, ohne Anmeldung. Wenn es dir gefällt, bekommst du außerdem mit dem gleichen Link 20% Rabatt auf die Premium-Version. Egal ob für dein alltägliches Schreiben in deiner Muttersprache oder die Nutzung als Lerntool deiner Fremdsprachen, ich kann dir dieses Tool wirklich ans Herz legen. Schau es dir also auf jeden Fall mal an. Tipp 2. Such dir einen Briefpartner. Früher waren es Briefpartnerschaften. Da hat man sich Briefe zwischen den Ländern geschickt. Das habe ich auch in der Schule gemacht und hatte Brieffreunde aus Frankreich. Ich habe einen Brief auf Französisch geschickt und bekam ihn korrigiert zurück, zusammen mit einem Brief auf Deutsch. Den habe ich dann korrigiert und wiederum das Ganze wiederholt. Heute geht das natürlich viel einfacher, zum Beispiel per E-Mail oder per Chat-App. Es gibt sogar Chat-Apps, die darauf spezialisiert sind. Tandem.net bietet dir die Suche nach Tandempartnern und eine Chatfunktion an. Also egal wie du es machst, such dir einen Briefpartner und lass deine Texte korrigieren. Tipp 3. Besser regelmäßig kurze Nachrichten als unregelmäßig lange Nachrichten. Schreib lieber ein paar Sätze jeden Tag und lass dich korrigieren. Bei langen Nachrichten oder E-Mails ist oft die Luft nach einigen Wochen raus. Eine kurze Nachricht kannst du ganz einfach zwischendurch verschicken und es kostet dich kaum Zeit. Eine kurze Nachricht lässt sich von deinem Tandempartner auch viel einfacher zwischendurch korrigieren. Bei langen Nachrichten findet man oft nicht die Zeit und irgendwann geht das dann vollständig unter. Und wenn du etwas mehr Übung haben willst, dann empfehle ich dir, mehrere Tandempartnerschaften zu pflegen. So kannst du mehrere Nachrichten regelmäßig schreiben. Aber erst, wenn es mit weniger Partnerschaften bzw. mit weniger Nachrichten gut klappt. Tipp 4. Der beste Umgang mit unbekannten Wörtern. Schreiben gibt dir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie du etwas in der Sprache formulierst. Das nimmt einiges an Druck raus, wenn du dich beim Sprechen noch nicht ganz so wohl fühlst. Außerdem erkennst du beim Schreiben einfach deine Wortschatzlücken. Wenn dir also Wörter fehlen, kannst du diese kurz nachschauen und ergänzen. Aber nur, wenn du wirklich nicht weißt, wie du etwas schreiben kannst. Versuch es lieber, statt sofort nach dem Wörterbuch zu greifen, erstmal mit alternativen Wörtern, um deinen Gedanken zu umschreiben.
Wenn du dann ein unbekanntes Wort nachschaust, versuche es in deinen nächsten Texten so oft wie möglich unterzubringen. So bleibt es viel besser hängen, auch ohne aktives Lernen. Nutze ein Online-Wörterbuch, wo du die Aussprache auch hören kannst, damit du beim Schreiben im Kopf das Wort auch sagen kannst und dir nicht versehentlich die falsche Aussprache merkst. Tipp 5. Versuch mal, deine Nachrichten vorzulesen. Schreiben ist eine gute Ergänzung beim Sprachenlernen. Jedoch ist das Sprechen noch wichtiger. Als guten Zwischenschritt kannst du erstmal starten, deine Texte vorzulesen. Entweder hast du einen Muttersprachler, der dann auch gleich deine Aussprache korrigieren kann, oder du kannst statt einer Textnachricht einfach direkt die Aufnahme deiner Nachricht an deinen Tandempartner schicken. Auch hier eignet sich jede Nachrichten-App oder eben tandem.net. Und wenn du dich dann bereit fühlst, auch ein richtiges Gespräch zu führen, ist es an der Zeit, mit deinem Tandempartner das Sprechen zu üben. Wie das geht, erfährst du im nächsten Teil hier.